So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir jagen aktuell Jäger. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Ein Versteck von den Jäger soll irgendwo hier sein. Irgendwo hier laut Karte. Ungefähr, grob, theoretisch, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Oh, vielleicht die Makoro-Insel. Ah, vielleicht da. Und ein Versteck soll beim Plateau sein. Wo ist Plateau? Hier. Stimmt, hier waren, glaube ich, Jäger auch, ne? Ich glaube hier, ja. Und warum machen wir das? Weil wir Kleidung von Jäger suchen, weil wir mit der Kleidung von Jäger dann beim Versteck reinkommen. Okay. Gut. Dann probieren wir jetzt mal mit diesem Schrein hier hinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Versteck der Jäger ist. So. Ist interessant, wie der Wald noch so eingehüllt ist, na, aber theoretisch natürlich mittlerweile befreit. Aber es bleiben halt die verlorenen Wälder im Sinne von, na, also der Nebel bleibt natürlich, aber es ist kein gefährlicher Nebel mehr. Das sieht jetzt nicht nach Jäger aus, muss ich gestehen. Aber die Karte, na, hier die Karte zeigt eigentlich schon an, dass das genau links von den verlorenen Wäldern ist. Also irgendwo da dazwischen halt so. Könnte auch dann der Berg selbst sein. Na, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu nah dran. Aber egal, ob das jetzt ein Jägerversteck ist oder nicht. Es ist in jedem Fall interessant, da mal hinzugucken. Also kann ja kein. Das muss ja irgendwas darstellen. Na? Irgendwas muss diese Insel ja darstellen. Och nee. Oh, die können an der. Was will, what the heck? So habe ich mir das nicht gedacht. Eieiei. Ich meine, ich habe ihn mittlerweile besiegt, ja, aber muss jetzt nicht nochmal gegen den kämpfen? Okay, aber dann war das ein Raum für den Kollegen. Waldland, sehr toll. Dann war das einfach nur für den Kollegen hier ein Kampfgebiet scheinbar. Hat jetzt irgendwelche Finsterklumpen hinterlassen oder wahrscheinlich eher nichts, weil er an der Wand vergangen ist. Ja, da liegt nichts rum. Ha, okay. Immer wieder gruselig, wenn die auftauchen. So, aber das bedeutet jetzt, ich weiß nicht, wo die Jäger sind.
Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Dann muss ich suchen, ob ich irgendwas sehe, was wie ein Jägerversteck aussieht. Da ist ein Hinox. Das ist natürlich kein Jägerversteck, der Hinox. Dann gehen wir mal den Berg hoch, wa? Ich meine, nochmal aufs Foto gucken, sagt mir halt. Na, also ihr seht's ja. Das ist definitiv zwischen der Schlucht. Na, zwischen der. Hier, zwischen der Schlucht und dem Ding. So, irgendwo hier. Also muss ich auf dem Weg ja wohl jetzt irgendwas finden, was wie Jäger aussieht. Was zumindest so ein bisschen nach Jäger riecht. Ach, guck mal. Ich habe da was gefunden. Zum Glück packen die ja überall ihre Symbole hin. Ja. Ja, okay. Hier riecht es jetzt definitiv ganz stark nach Jäger plötzlich. Und jetzt riecht es richtig stark nach Jäger. Okay. Jetzt wäre es schön, wenn wir es ohne Kampf schaffen würden. Ja, das schaffen wir nicht ohne Kampf. Na toll. Ohne Kampf schaffen wir, an die Truhe ranzukommen, wollte ich sagen. Nee, das wird nichts. Immer wachsam bleiben, Meister Koga, buhu. Ich kann ja trotzdem mal so schleichentechnisch was anziehen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Also es wäre cool, aber ich glaub's nicht. So viel dazu. Wer ist da? Du bist Link. Du bist wohl hier, um unsere Schneider mitzunehmen. Doch für diese Dreistigkeit wirst du bezahlen. Okay, es ist wieder der gleiche Kampf. Das heißt, ich muss mich wieder vorher heilen. Großartig. Kochtomaten, it in. Erstmal den Kleinen erledigen. Und wir müssen unser richtiges Schwert einsetzen. Nein! Unser richtiges Schwert einsetzen. Ich habe gar kein richtiges Schwert mehr. Ah, das ist schlecht. Ah, das ist schlecht. Ich habe nur noch so... Ja, wobei, den Bohrer könnten wir nehmen. Ja, der kämpft. Der ist ganz gut. Der ist ganz ordentlich, der Bohrer. Ja, doch, der macht ordentlich Schaden. Nice. Tschüssikowski. So. Sehr schön. Nachdem es jetzt aber auch wieder eine neue Höhle ist, gibt es hier natürlich auch wieder den Kollegen, den wir finden müssen. Oha, wie viele Bananen einfach hier drin sind, ne? Und wir müssen lernen, alle Kisten kaputt machen, dass ich wieder schön viele Pfeile habe und nie wieder Pfeilknappheit habe.
Dass mir die ausgegangen sind, das wundert mich bis jetzt. Muss ich echt sagen. Ich hatte so viele Pfeile. Ich dachte echt, ich krieg die nie los. Und dann waren sie einfach weg. Ah, aber so schnell kann es halt gehen. So ist es halt. Master Schwert ist wieder einsatzbereit. Sehr schön. Dann haben wir für den letzten Jägerkampf das Master Schwert wieder zur Verfügung. Ist da was? Ja, da ist natürlich was. Natürlich ist hier was. Okay, hier ist erstmal der Kollege. Auch wichtig und richtig. Sonst ist hier, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, das war tatsächlich jetzt nur für den... Och Mann, dass die immer gleich kaputt gehen, die Dinger. Das war, glaube ich, für den Kollegen. Okay, dann können wir nach oben. So. Ja, okay, mehr ist hier nicht. Dann geht es hier noch nach hinten. Dann ist da wahrscheinlich die Truhe. Würde es natürlich zum Geheimraum Uniform und eine Karte der Stützpunkte aufbewahrt werden. Folge der Blickrichtung des Frosches. Okay. Alles klar. Also es gibt noch einen Geheimraum. What? Folge der Blickrichtung des Frosches. Was für ein Frosch? Was für ein Frosch? Da oben ist auch noch was. Lol. Hier ist einfach eine Forscherin oder was? Ach so, die Schneiderin. Das ist die Schneiderin. Interessierte Mitarbeiter werden erst zufällig schon in den Haushaltsreichen. Handelsagent, Außendienst, Beschaffung und Verkauf von Waffen. Zählen, Anforderungen zählen können. Beherrschung eigener Muttersprache. Wow. Großartige Anforderungen auf jeden Fall. Beherrschung der Erdmanipulation. Ich bin gespannt, was diese Erdmanipulation am Ende sein soll. Ob mir das wirklich irgendwas erleichtert oder ob das einfach dann nur so ein Gag halt ist. Hi. Darauf habe ich gewartet. Ja, das ist die Hose. Perfekt. Es heißt doch, dass wenn eine schöne Dame Not gerät, der Held von Hyrule sie retten wird. Als habe ich gewusst, dass du kommst. Aber wenn du der Held bist, müsstest du auch das legendäre Schwert bei dir haben. Doch du hast nicht mal ein gewöhnliches Schwert. Tja, Helden gibt es wohl nur im Märchen. Seit sie mich entführt haben, mähe ich für die Jägerbande. Also ich mache Mode, aber ich bin nicht gut im Nähen. Da habe ich versucht, ihnen zu erklären, was sie wollen, aber sie wollen nicht hören. Naja, je mehr ich von dieser Kleidung nähe, umso mehr gefällt sie mir. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass sie am liebsten Behalt und nach der nicht der Jägerbande geben würde. Ja, dann gib sie doch einfach mir. Jawohl. Sehr gut. Aber ich verstehe nicht, dass sie sagt, ich habe das legendäre Schwert nicht, weil ich habe das legendäre Schwert, aber gut. Wie auch immer. So.
Ja, dann bleibt jetzt nur noch das Jägerversteck beim Kolosseum, beim Kolosseum, beim Plateau. Und beim Plateau haben wir, welches ist der beste Dings aktuell? Ah, nehmen wir den. Das ist der in der Höhle. Ich meine damals gesehen zu haben, dass die Jäger beim Dings sind. Sehr viel beim, weißt du schon? Bei der Zitadelle der Zeit. Ich meine das gesehen zu haben. Und dass ich da damals ziemlich schnell abgehauen bin, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Jetzt natürlich sieht die Sache anders aus. Na? Jetzt wird aufgeräumt. Jetzt wird richtig aufgeräumt. So, hier ist natürlich jetzt wieder kalt. Logisch. Wie sollte es auch anders sein? Okay, also begeben wir uns zur Zitadelle der Zeit. Und dann sollten wir auch happy sein. Bam. Ach, komm schon. Hä? Ach, ist er schon tot? Ach so. Wo ist meine Pfeile hingepfeffert? Hier. Okay. So, Richtung stimmt, ne? Yes. Sehr gut. Da ist die Zitadelle. Tempel der Zeit, wie auch immer man es nennen will. I don't care. Und hier war doch jetzt irgendwo das Siegerversteck. Habe ich gedacht. Habe ich mir eingebildet oder was? Aber hier müssten die irgendwo jetzt sein. Sonst wäre ich echt verwundert, wenn sie da nicht wären. Aber wir können ja nochmal gucken. Das ist definitiv das Plateau. Das ist definitiv das Plateau. Ich lasse mir da nichts anderes erzählen. Das ist irgendwo auf dem Plateau. Aber hier sind mehr so Moblin-Viecher. Ah. Wo sehe ich Jäger-Symbole? Muss nur ein paar Jäger-Symbole sehen. Mann, ich löse mal die aus. Was hat mir das jetzt gebracht?
Ach Gott. Ja, Moment. Meinen die jetzt, ich soll da rein? Dass das letzte Versteck da unten ist? Naja, ich kann ja wieder hoch. Okay. Das war ein bisschen gruselig. Das war nicht, was ich werfen wollte. Also so gar nicht. Aber jetzt weiß ich... Mein Gott. Aber jetzt weiß ich halt nicht, soll ich mich jetzt echt hier unten umgucken? Big Eager? Kommt mir ein bisschen komisch vor. Muss ich gestehen. Andererseits, ich meine... Aber da drüben waren wir, glaube ich, schon, oder? Das haben wir alle schon. Das ist hier, genau, das ist hier verlassene Zentralmine. Das haben wir doch schon alles gemacht. Da waren zwar Jäger, aber das ist jetzt ja nicht dieses Jäger... Nee, ich glaube schon, dass das Jägerversteck auf der Oberwelt ist. Wenn das jetzt wirklich hier unten sein sollte, das wäre irgendwie komisch. Das würde nicht passen. Nee, das würde nicht zusammenpassen, bin ich ganz ehrlich. Das würde nicht zusammenpassen, tut mir leid. Nee, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Die müssen da oben irgendwo sein. Die müssen da oben irgendwo sein. Ich meine, ich weiß, dass die da unten waren. So. Das ist jetzt echt ein bisschen fies. Ich muss es gestehen, das ist jetzt echt ein bisschen fies. So von der Einzeichnung in der Karte. Weil man nicht so richtig weiß. Weil man nicht so richtig weiß, wie das jetzt gemeint ist. Ah, das Untergrund kann ich mir... Nee, Untergrund... Ach, toll. Untergrund passt irgendwie nicht. Bin ich jetzt weit genug vom Sumpf raus? Yes. Du willst zu deinem Freund. Wo ist er? Wo denn? Ach, dahin. Och, komm. Will ich dich jetzt wirklich durch die halbe Weltgeschichte tragen? Ja, komm. Zwei Crocs sind zwei Crocs. Let's go. Vielleicht sehen wir dabei ja irgendwas Spannendes. Aber hier sind mehr Boblin und Moblin. Also weniger, was ich suche. Ich bin noch ein bisschen skeptisch.
muss mir gleich die Karte noch mal genauer angucken. Ja, ich lauf doch. Warte mal kurz, Kollege. Kannst du kurz hier warten? Ich habe hier zwei. Ah, das waren nur Äpfel. Die haben, weil ich den Dings anhatte, haben die so geleuchtet und ich dachte, das sind goldene Äpfel. Bin doof. Alles gut. Ja, ja, hier leuchtet alles jetzt golden. Das ist natürlich Quatsch gewesen. So, wir müssen auch jetzt gleich da sein, oder? Ist der nicht da oben gewesen? Wehe, ich laufe falsch. Dann kriege ich aber Zustände. Ah, doch, hier ist er. Gott sei Dank. Ich dachte schon. So. Damit haben wir eine neue Waffentasche. Die hat nämlich 35 Krogsamen gekostet. Okay, wenn wir schon hier sind. Gehen wir gerade mal hier kurz wieder rein. Das war jetzt eine schlechtere Ausbeute eigentlich, als ich mir erhofft hatte. Ach, ich dachte, hier waren Feen, aber hier war nur eine Heilquelle. Das ist natürlich doof. Ach nee, warte mal. Ich glaube, hier waren Feen. Warte, was? Hier ist das Versteck. Ich war zu... Alter, ich liebe meine Zufälle. Ja, let's go. Ja, let's go. Ja, let's go. Aber gar kein großer diesmal, oder? Okay, ich hätte niemals hier nachgeguckt. LOL. Das war purer Zufall. Ich wollte wegen Feen hierher. Oh mein Gott. Ja, nice. Autorisierung erfolgreich. Okay. Ja. Ja. Bauplan Steinplatten. Okay, ich kriege eine Bauplan Steinplatte. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich was anderes, aber das nehme ich auch. Laser-Zweirad. Alles klar. Ich glaube nicht. Weil ich solche Dinger nicht baue, aber ja, danke. Mir wäre jetzt ja was anderes hier lieber gewesen, muss ich gestehen. Äh.
Ja, war das jetzt alles hier? Dann haben wir das doch nicht gefunden. Ah, das ist jetzt schlecht. Man kann hier hinter. Man kann hier hinter. Guck mal, da ist ein Weg. Und wie komme ich dahinter? Kann ich das verbrennen? Yes! Okay, wir sind noch nicht fertig. Bitte ja, bitte ja, bitte ja. Schade. Mist! Ich habe mich so gefreut. Und jetzt... Ah. Wenn des Blutmonds Licht... Mist. Ja, aber wo... Aber, oh, verdammt. Ja, so ein Kack jetzt. Jetzt habe ich echt gedacht, ich habe hier was gefunden. War es wieder nix. Großer Mist. Jetzt mal andersrum gefragt, wieso habe ich das denn damals noch nicht gefunden, als ich hier war? Ich war doch schon mal hier. Habe ich das damals echt nicht gefunden? Habe ich da nicht da nach hinten geguckt? Kann doch nicht sein. Kann ich mich halt echt nicht daran erinnern, dass ich da nicht nach hinten geguckt habe, aber gut. Sehr verrückt. Ja, aber wir haben das, also das Viech, was hier drin ist, haben wir schon mal geholt. Okay, das ist gut zu wissen. So, aber wo sind jetzt die richtigen Jäger hier? Das Geheimversteck von ihnen auf dem Plateau habe ich gefunden. Dann müssen die richtigen Jäger ja aber auch nochmal hier sein. Oh, dang. Hier ist noch eine Höhle. Oder nee, das ist die, wo ich gerade drin war, ne? Ja, jetzt bin ich komplett bescheuert langsam. Ha. Wie finde ich die Jäger jetzt? Wie finde ich die Jäger jetzt? Schwierig. Aber trotzdem, wenn man sich denen nähert, dann ist ja trotzdem in der Nähe immer ganz viel von denen ihr Zeug. Also, ne, ganz viel zu Fahnen und diese Statuen und alles. Eigentlich waren das jetzt zwei Verstecke, die man sehr schnell gefunden hat. Sowohl Akala als auch Dings. Also müsste man doch die eigentlich sehen, wenn man in der Nähe ist. Am Ende sind es halt wirklich die, die im Untergrund sind. Aber das wäre komisch. Wenn es die wären, die im Untergrund sind, das wäre irgendwie komisch. Das würde nicht zu der, zu dem anderen passen, wie die jetzt gerade versteckt waren. Das würde irgendwie nicht passen. Ha,
wenn man halt wüsste, ob man umsonst sucht oder nicht, ne? Das ist auch sowas ganz... Oh, ich sehe da was. Das ist auch sowas ganz Nerviges, dass man das halt nie weiß, ob man es umsonst sucht oder nicht. Hier keine... Nee, da unten sind auch keine Symbole. Schwierig. Das ist nochmal ein größeres von den Löchern. Oh Mann, dass das Ding, was ich gerade hatte, jetzt nicht das Hauptteil war, ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Das würde ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das führt ja auch nur zu diesem großen Loch da hinten. Also das ist irgendwie auch nicht, was ich suche. Nee. Das ist nicht, was wir suchen. Leider ist das nicht, was wir suchen. Nicht weitergekommen. Ja, ich muss jetzt wieder auf Verdacht suchen. Es hilft nichts. Ich muss einfach rumlaufen und hoffen, dass ich fündig werde. Weil im Grunde wissen wir ja, was wir suchen. Im Grunde wissen wir auch, wo es ist. Also eigentlich kann es nicht falsch sein, was ich hier tue. Weil theoretisch haben wir halt das im Untergrund, das Siegerversteck. Das sollte es wirklich das sein? Soll ich nochmal in den Untergrund runter? Und finde ich dort dann, was ich suche? Ich weiß es nicht, es fühlt sich falsch an. Hier ist die Brücke. So, und ungefähr da ist es eingezeichnet. Ungefähr bei der Brücke auf dem Plateau war es eingezeichnet, ne? Und zwar auf dem Plateau. Nicht irgendwo anders, sondern auf dem Plateau. Und sobald ich den ersten Tigerstein finde, dann bin ich happy. Dann weiß ich, ich bin richtig. Aber solange ich halt keinen einzigen sehe... Bin ich einfach brutal. Perfekt. Okay, wir sind richtig. Das ist, was ich gesucht habe. Genau das ist, was ich gesucht habe. Na, hier, diese Jägersteine. So, wo ist euer Versteck? Da ist denn ihr Versteck. Die haben sich das Haus da zu eigen gemacht, oder was? Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Bruder. Hm.
Wieso? Hä, es regnet überhaupt nicht. Oh, ich kann einfach reinlaufen. Stabil. Kuckuck. Okay, let's go. Jetzt haben wir, was wir wollten. Jawohl. So. Alter, der hat echt einen Wumms drauf, ne? Mach dich erstmal weg, Kollege. Und dann kriegst du ordentlich auf die Mütze. Sehr schön. Prima. Und jetzt können wir hier rein. Und kriegen die letzte Maske. Yes. Du kannst nach Hause gehen. Oh, nice. Nice, wir haben alles. Wir haben alles. Ja, such du deine Nobo, ich gehe zur Jägerbande. Bruder. Sehr, sehr cool. So, ist hier noch irgendwas Verstecktes? Glaube nicht. Okay. Ganz schwierige Nummer. Wieso regnet es, obwohl es Sonnenschein anzeigt? Ich verstehe sowas immer nicht. Egal. Kann mir jetzt egal sein. Wir haben, was wir wollten. Machen wir einen Abflug. Hier ist das Versteck, ne? Ja, also über den Turm. Let's go. Ich hätte ein Portal setzen sollen. Teleportmedaillon wäre gut gewesen, ne? Habe ich wieder vergessen. Da habe ich schon 3 Stück und nutze sie noch nicht sinnvoll genug. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Hui. Vor allem, das sind jetzt halt immer noch Sachen, die ich eigentlich gar nicht vorhatte, ne? Das, ja. Aber es macht nichts, weil es sind trotzdem sinnvolle Sachen. So, das fühlt es sich so an. Zumindest fühlt es sich so an. Ja, hier unten ist es. Da drüben ist eine Geoglyphe. Aber die ist nicht... Nee, das sieht man noch nicht gut genug. Da muss ich näher hin. Oh, warte, ich bin, glaube ich, schon drüber. Ich muss bei dem Loch runter, ne? Ja, ich muss bei dem Loch runter, okay. Genau, hier. So. Also, ziehen wir uns mal um. Jetzt sind wir ein richtiger Jäger. Ja, sind wir halt wirklich, ne? Kann man nichts sagen. Sieht aus wie ein Jäger. Hallo. In Ordnung, du kannst rein. Zum Versteck der Jägerbande geschafft.
mal Schwertbananen kaufen, okay. Hier kann man gar nichts, okay. Okay, hier geht's richtig weiter. Da gehen wir jetzt mal noch nicht längs. Das kann ich auf jeden Fall verbrennen. Darf ich das? Okay, stört die nicht. Gut. Nö, stört die gar nicht. Okay, cool. Ach. Mann, Waffentruhen sind so nutzlos. Nee. Okay, das sind alles nur Shops. Ich will Stacheln. Rubin? Nee. What the heck? Was verkaufst du? Schwerter. Okay. So, was mit dir? Diese brandneue Kluft. Ich habe schon von einem potenziellen Neuzugang gehört. Dann bist du wohl, das bist dann wohl du. Nicht zu fassen, dass du in so kurzer Zeit alle drei Stützpunkte besucht hast. Mm. Nicht schlecht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Von diesem Versteck hier aus wird die Ausbreitung der Jägerbande im kompletten Untergrund geleitet. Hier werden Mitglieder ausgebildet, ein Fahrzeug mit Sonderzubehör getüftelt und vieles mehr. Und das war's. Wenn du mehr wissen willst, dann sperr gefälligst deine Augen und Ohren auf und find selbst heraus. Hier, wenn ich dich jetzt angreife? Okay, also... Die stört's nicht, dass ich ein Masterschwert habe. Und ich kann sie auch gar nicht angreifen, solange ich die hier Kluft trage. Gut. Das heißt, ich ziehe die jetzt einfach nicht aus und wir gucken uns so lange um. Ich verstehe. Okay. Dann gucken wir mal, was wir so rausfinden. Okay. Bruder. Jetzt noch den Reifen hier dran und festschrauben, damit er nicht abgeht. Hey, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich so aus der Nähe anstarrst, um ein Wort zu sagen. Ich habe zu tun, damit dieses Ganze... Okay. Eigentlich interessiere ich mich nicht dafür, aber hey... Ja, nein. Ab dafür. Okay, soll ich ihm jetzt helfen, das Ding daran zu setzen? Ja, komm. Könnt's ja mal machen. Ey, was soll das werden? Das repariere ich gerade, nicht anfassen. Oder soll ich dich als Keilriemen nehmen? Hey, passt ihm das jetzt nicht? Okay. LOL. Okay, es passt ihm halt einfach wirklich nicht. Na gut, dann halt nicht, ne? Oh, guck mal hier. Ja, aber ich habe jetzt nicht meine Viecher bei mir, also muss ich jetzt mit Bomben machen. Hallo? Was ist denn das jetzt hier? Nochmal was mit Bomben oder was? Nee, hä? Wie soll ich jetzt da durchkommen? Scheinbar gar nicht.
Oder kann ich da einen Pfeil durchschießen? Nee. Hier keine Ahnung, was das soll. Was hier alles bauen. Okay. Welches der beiden Fahrzeuge macht mehr her? Natürlich dein totes Schlitten. Oh. Ja, klar, einfache Frage. Immer einschleimen bei dem, der fragt. Nein. Ich kaufe einen Scheißdreck. Okay. Ach, gucken wir schon wieder so ein Ding. Okay, hier kann ich jetzt durch. Ach nee. Jetzt. Hat meine Kollegen nicht da, also was soll ich jetzt? Das heißt, ich muss meine ganzen Waffen jetzt wieder aufbrauchen. Das ist doch scheiße. Das ist doch wirklich scheiße. Also das ist eine der dümmsten Spielmechaniken. Ganz ehrlich. Wie lange hält das Ding? Ja, wow. Cool, cool. Also, es ist echt... keine Ahnung. Dann machen wir es halt mit Bomben, ganz ehrlich. Okay, hier haben wir vorne reingucken können. Immer hier hinter dem Gitter. Okay, da ist was. Wie ist es eine Waffentruhe? Okay, immerhin. Ich nehme alles mit, was kein... Also, ne? So. Es ist immerhin irgendwas gewesen. Irgendwas, was ich mitnehmen kann. Es war zwar jetzt nicht die 3 Millionen Donnerblumen wert, muss ich auch gestehen. Weil die Schleichmedizin ist schnell selber hergestellt. Aber was soll's. Ah, was soll's. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich weiß noch, hier hinten konnte man in dieses Geheimversteck für die Bananen kommen. Gibt's den Weg immer noch? Ja, scheint so. Okay, eine. Aber lesen kann ich hier. Blitzschutzhelm, Forschungstagebuch lesen. Der sogenannte Donnerhelm ist ein Relikt der Gerudo, welches seit Generationen Königin an Königin vermacht wird. Der blitzresistente Helm war kurz... Liebesbande. Hören die Königin aber... Okay... Ja. 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 Das bisher ist nichts Spannendes. Hm.
Okay. Das war sehr wichtig. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. So. Okay, hier geht's gar nicht raus diesmal. Von hier komme ich, ne? Ja. Ist irgendwie komisch, hier einfach so rumlaufen zu können, ohne dass halt irgendwas passiert. Weil das war ja damals hier komplett mit Stealth-Mission und alles drum und dran. Jetzt kann man hier einfach rumlaufen. Ja, cool. Okay, das geht nicht. Okay, ich darf da nicht hoch. Ja gut, dann halt nicht. Ne? Ist in dem ganzen großen Raum nichts zu tun für mich aktuell? Ah, hier ist jemand. Kuckuck. Nein, ich bin nicht Link. Was? Das ist, nö. Das ist purer Zufall. Der Übungsbereich ist oben auf diesem Turm. Okay. Okay, also ich muss auf den Turm hoch. Also ich muss trotzdem oben auf den Turm hoch irgendwie. Achso, ja, gehen wir doch mal auf. Ja, dann gehen wir auch über die Leiter auf den Turm hoch. Warum nicht? Gehen wir doch über die Leiter auf den Turm hoch. Aha. So, ist da hinten noch irgendwas Spannendes? Ja, tatsächlich ist da was. Okay, wie komme ich jetzt da rein? Okay, das ging ja ganz einfach. Ah ja, okay, diesmal ist eine Waffe kaputt gegangen, deswegen kann ich das mitnehmen. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay, ich kann damit nichts anfangen. Gut, ja, dann jetzt nochmal richtig die Leiter hoch und dann da auf den Turm. Dann schauen wir mal, was wir beim Übungsbereich machen müssen. Das machen wir auf jeden Fall in dem Part noch. Ich will nämlich eigentlich mit der Session dann auch aufhören. So. Ja. Da ist der nachgebaute Donnerhelm. Ah. Blitzschutzhelm. Oh. Okay, also ist so ein Arenenkampf jetzt. Na gut, let's go. Ah. 3 Gegner innerhalb von einer Minute. Okay, let's go. Ah. Oh. Ah? Ja gut, greift mich an, als wäre ich Link. Zum Glück bin ich's nicht. Wieso habe ich jetzt... Das Schlimme ist jetzt ja,
dass ich in meinem Kampf nicht mehr meine Kollegen zum Schutz habe, ne? So, haben wir doch schon 3 weg. Okay, das muss ich immer jetzt, immer mehr muss ich da jetzt schaffen, ja? Okay, na gut. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah. Oh. Jägerstoff. Ah. 6 Gegner. Jetzt muss ich jedes Mal 100 Rubine zahlen, oder was? Oh. Erdmanipulation. Okay. 6 Gegner in einer Minute. Es ist ja trotzdem immer noch easy. Also geht ja klar. Let's go. Ah. Aber jedes Mal 100 Rubine zahlen, vor allem wenn es dann schief läuft, ist irgendwie nicht so cool. Muss ich gestehen. Ich wollte gerade fragen, wie lange hält das Schwert? Und da hat sich die Frage geklärt. Das ist nicht so gut. Nehmen wir den Bohrer. So, aber dann fehlt nur noch einer. Ja, also der geht noch viel mehr. Der geht noch viel mehr. Aber muss jetzt nicht sein. Okay, was ist jetzt mit diesem Erdrumoren? Erdmanipulation-Anleitung. Diese esoterisch angehauchte Anleitung offenbart dir nur von Jägeroffizieren beherrschte Technik der Erdmanipulation und ermöglicht aufgeladene Angriffe ohne Waffe. Okay. Falls mich mein Auge nicht drückt, könntest du das Zeug dazu haben, unglaubliche neuen Kontrahenten zu bezwingen. Oh. Okay. Entrüsten. Was? Ausrüsten. Okay, das muss ich dann mal draußen probieren. Oder auch vielleicht jetzt im Kampf. Ich rüste mal meine Waffe ab. Und jetzt kann ich trotzdem angreifen, oder was? Yo! Wir haben einen Angriff ohne Waffe. Wie lange geht das? Wie lange darf ich das tun? Cool. Okay, das ist wirklich cool. Muss ich mal gucken, wie stark das ist, ne? Das probieren wir gleich mal aus gegen die Kollegen hier. Wobei ich jetzt vielleicht nicht... Vielleicht sollte ich es nicht ausprobieren, wenn ich gerade ernst machen soll, will, ne? So, vielleicht ist das nicht die beste Idee. Also vielleicht wählen wir lieber eine richtige Waffe aus. So, 1. 2. 3. 4. 5. 6. Scheiße. Mann, meine ganzen Waffen. Zwei noch. Acht und einer noch. Und das war's. Easy. Genug. So sehe ich das auch. Genug ist genug. Der erste, der neuen Gegner ausschalten konnte, dass das jetzt so schwer war. Naja. Na gut. Blitzschutzhelm. Kein Blitzschaden. Sehr, sehr cool.
Sehr, sehr cool tatsächlich. Hält selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Das ist wichtig für Gewitter und so Kram. Sehr gut. So, darf ich jetzt hier unten durch? Kann ich glauben, dass du noch lebst, aber wenn du arbeiten kannst, soll es mir recht sein. Wir brauchen gerade jeden, der anpackt. Jetzt mach schon. Alles klar. Yo. Wenn du Zeit hast, hier rumzugehen, kannst du uns auch genauso gut helfen. Wir haben immer noch nicht genug Vorräte für unsere Untergrundbasen. Dieser Linktyp hat unsere Stützpunkte verwüstet und den Nachschub an Futter und Material unterbrochen. Jetzt rennen alle im Untergrund rum wie aufgescheuchte Hühner. Warum muss ich das hier machen? Ich bin als Kämpfer ausgebildet, mit Fortbildung in sinnloser Zerstörung. Manche Typen erzählen herum, dass Meister Koga weg wäre. So ein Quatsch, er ist unbesiegbar. Okay, alles klar, Kollege. Bist du der Neue, von dem mir alle erzählen? Du bist richtig berühmt dafür, das auserwählte Träger des Blitzschutzhelms zu sein. Das hat noch kein anderer geschafft. Trage dieses Hämmchen wann und wo du nur kannst, um unseren Meister Koga zu huldigen. Ja, der wurde von Link besiegt, so sieht's aus. Okay. Ja, aber was genau kann ich jetzt hier noch machen? Link, der live steht auf Zelda. Bla bla bla. Uns als Bäume verkleiden, ja, macht mal. Ach so, ich kann hier einfach raus. Hier ist ein Schrein. Chillig. Okay, dann ist es wahrscheinlich einfach nur der Ausgang. Also okay, an den Schrein wäre man auch von oben rangekommen. Also das ist jetzt nicht mehr, dass man hier sozusagen hinkommt. Das ist jetzt an sich nicht mehr der große Unterschied. Waren wir hier schon im Untergrund? Ja, habe ich mir gedacht. Und die Wurzel haben wir auch schon. Ach, das ist hier. Das ist hier. Das ist sogar gar nicht so lange her, dass wir hier waren. Ja. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Okay, aber den Schrein haben wir noch nicht ausgelöst. Okay, aber dieses Erdrumoren ist ja mal voll cool. Also ich nenne es jetzt Erdrumoren, es ist zwar falsch. Es heißt irgendwie anders. Aber das ist ja echt cool. Dann kann ich damit jetzt wirklich angreifen, selbst wenn ich nicht eine Waffe trage. Okay, jetzt gerade kann ich es nicht. Okay, in einem Schrein darf ich es wahrscheinlich nicht. So ein bisschen um Gewichtsgeschichten. Schlecht. Ich habe es aber auch ein bisschen sehr ungünstig positioniert, muss ich gestehen. So. Keine Truhe.
Da fällt man nur runter. Da drüben ist die Truhe. Aber da komme ich jetzt von hier aus schlecht hin. Warte mal. Einzige Truhe, wunderbar. Ja, okay, hätte sein können, dass es gleich klappt, aber natürlich leider noch nicht. Okay, aber ganz ehrlich, dann kann ich tricksen. Dann kann ich tricksen. Wenn die mir erlauben, dass ich das Ding hier festsetzen kann, dann kann ich böse tricksen. Da muss ich nämlich gar nichts mit Gewichten machen. Wäre zwar auch nicht schwer gewesen, aber hey, so geht's schneller. So geht's schneller. Yes, let's go. Okay, ich will noch kurz das Erdrumoren ausprobieren. An irgendeinem Gegner. Ich will wissen, was das kann. Okay, hier wird's kalt. Erstmal wieder richtiges Zeug anziehen hier. Ich fühle mich ganz ekelhaft in der Jägerkleidung. So. Okay. Wo porten wir uns denn mal schnell hin, wo viele Gegner sind? Oder wo irgendwelche Gegner auf... Ach, ich weiß, wohin wir gehen. Wir gehen gerade hier hin. Da sind auf jeden Fall Gegner auf dem Feld draußen. Da sind auf jeden Fall Gegner auf dem Feld draußen. Ja, dann haben wir jetzt was gemacht, was ich gar nicht vorhatte. Aber das war, finde ich, doch schon wieder wichtig. Ne? Also, das sind so Sachen, das ist das, was ich meine. Wenn ihr solche Sachen wisst... Sagt mir bitte, das und das ist interessant zu machen. Das und das sollte man noch gesehen haben vom Spiel und sowas, ne? So, sagt mir das bitte. Nicht spoilern, was da ist, sondern einfach nur sagen, da und da sollte man noch hingehen. Das ist dann schon in Ordnung. So, hier laufen doch irgendwo diese, läuft doch irgendwo dieser große Typ rum. Irgendwo hier laufen Moblins rum. Irgendwo laufen Gegner rum. Okay, erstmal ein Schleim. Geil. Ja, den Schleim habe ich schon mal komplett gratis, ohne irgendeine Waffe zu nutzen, zerfetzt. Cool, das bleibt auch so in dem drin hängen. Also, das ist eine coole Technik. Ich weiß noch nicht, wie stark die ist am Ende, ne? Aber es ist aktuell eine coole Technik.
Wo geht denn der hin? Der soll nicht da hingehen, der soll hier hingehen. Okay, aber das Problem ist natürlich, wenn man wegläuft. Okay, es macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber ich meine, man kann es durchaus nutzen, ne? Für kleine Gegner ist es cool. So für richtige Kämpfe ist es jetzt nicht so geeignet. So gar nicht. Aber für kleine Gegner ist es auf jeden Fall cool, ohne selber Waffen zu nutzen. Ne? Und man. Also ich kann ihn trotzdem von mir fernhalten. So, es reicht, um diesen Kampf zu gewinnen. Weil den Rest machen meine Kollegen. Cool. Nö, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ist eigentlich echt eine ganz lustige Geschichte. Man muss nur ablegen, kann man halt wirklich nur... nur übers Menü. Und sobald ich eine Waffe einsammle, würde die wieder gehen, na ja. Aber cool. Cool, cool, cool. So, wo sind die? Wo ist der gelandet? Weg. Da ist er gelandet. Okay, interessant. Definitiv interessante Fähigkeit. Freut mich, dass wir das gefunden haben. Weil es ja überhaupt nicht auf meinem Schirm war. Also so überhaupt nicht. Jetzt wird mich nur noch eine Sache interessieren, tatsächlich. Wie finde ich das jetzt am schnellsten raus? Ich weiß wie. Weil, was ich jetzt noch ultra feiern würde, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel verlangt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich zu viel verlangt. Wäre, wenn diese Fähigkeit auch Felsen zerstören kann. Weißt du? Aber ich glaube nicht. Das wäre halt super cool gewesen. So nochmal als Alternative zum Goronen. Aber ich glaube nicht. Alle zum Schloss gucken. Halt, wo war das? Hier war das. Hier war der große Tunnel mit den ganzen Sachen. Aber es wird sich zeigen, wofür das alles noch eingesetzt werden kann. Also das hat auf jeden Fall mehrartige, ne, Zwecke zum Einsatz. So, jetzt hier mal kurz gucken, aber ich glaube nicht. Nee, schade. Wäre cool gewesen, aber verstehe ich natürlich, dass es nicht geht. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Wäre aber super. Also das wäre halt so das i-Tüpfelchen gewesen, ne? Aber auf jeden Fall eine coole Technik. Freut mich, dass wir das gefunden haben. Gut. Dann haben wir immer noch nicht die Geoglyphen gemacht. Die würde ich jetzt wirklich in der nächsten Session dann mal anpacken. Und so Stück für Stück abfrühstücken, die ganzen Geoglyphen. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, was ich machen soll, außer den Sachen, die ich eh genannt habe, sagt es mir, ohne zu spoilern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.